Hallo und herzlich willkommen zum Landwirtschaftssimulator ForceMod Let's Play zusammen mit Markus. Servus Leute. So, und ab wieder in den Forst zum Steilhang. Jo, bin gerade, falls den 936 mal hier weg, der hat jetzt ja eh kein Anbaugerät mehr. Mal kurz noch ein bisschen aufräumen und dann fange ich gleich auch wieder an. Der ist ja fast nichts mehr, das ist ja wirklich ja, nicht mehr das meiste. Ja, unsere letzte Aufnahmesession. Ja genau, die längste Session, genau, die letzte Session. Die doch fast eine der längsten sein. Na, ich glaube, die längste war mal. Na, wir waren schon mal über 10 auf jeden Fall. Okay. Ich glaube, als wir für meinen Urlaub aufgenommen haben, war einmal 14 oder so. Ja, stimmt. Oh, hier liegt ein Baum rum. Wo der wohl herkommt? Nein, der ist im Feld, ja, da, die anderen. Ja. Ich glaube, wir werden nachher am Schluss nachher noch geschwind alles dreschen und dann schauen, wo ganz überall Bäume sind und die weghexeln. Wie sieht's eigentlich aus? Machen wir Freitag jetzt fest? Was wir vorhin gesprochen haben? Normalerweise sollte es gehen bei mir. Weil dann wäre es vielleicht schlau, das vielleicht schon zu sagen. Für alle. Ja, man kann es jetzt mal sagen, es wird. Machen wir es voraussichtlich. Machen wir voraussichtlich, genau. Machen wir voraussichtlich, ist besser. Oh, da sind keine Bäume mehr. Ja, am Freitag einen Stream geben. Von mir und vom Guten gemeinsam. Ja, es geht darum. Ja, erzähl du das Konzept, oder? Ja, wir wollen ein letztes Mal, sagen wir mal, mit euch LS13 spielen. Weil, ja, ForceMod ist vorbei, bei mir ist Community Server vorbei. Dein Real-Projekt läuft ja weiter, Twivers läuft weiter, aber ich sag mal, das sind dann auch Sachen, zumindest eigentlich sind wir bei allen Sachen davon ziemlich im Vorsprung. Und so, eigentlich ist es doch schon so ein bisschen dann der Abschluss für LS13, wenn dann der LS15 kommt. Und genau, da wollten wir dann am Freitag streamen auf der Hagenstedt komplett ohne Mods, sodass auch eigentlich jeder mitmachen kann. Wir müssen uns da nur noch ein Rundensystem überlegen, weil sonst bist du ewig nur beim Synchronisieren. Ja, das müssen wir schauen, dass man, weiß nicht, entweder wie wir es machen, ob jetzt irgendwer im TS oder sowas dabei sein können wird, glaube ich eher wahrscheinlich nicht. Das müssen wir sich noch überlegen, ja. Weil es einfach sonst zu unkoordiniert für einen Stream wird. Es ist zwar cool alles, so schön, wenn man das macht, aber es ist halt dann doch wieder, weiß nicht, vielleicht, dass nachher zwei, drei Leute dabei sind, die sozusagen irgendwie Koordinierungsarbeit machen. Genau. Im Stream. Also ich würde fast sagen, vorstellen. So alle dreiviertel Stunde müsste ungefähr passen, dass man einen Spielerwechsel macht. Und dann, ja, man kann doch schon dann für 16 Leute oder was dann eine Viertelstunde zum Synchronisieren einplanen. Ja, genau. Also dass man jede Stunde mit komplett anderen Leuten spielt. Dass man immer die Pausen macht. Nachher. Nein, ich kann schon wieder nicht enttasten. Das Ganze wird voraussichtlich, wir haben es jetzt noch nicht ganz genau beschlossen, aber auf Hitbox stattfinden. Ja. Folgenden Grund einfach. Es hat einfach Hitbox weniger Delay und ich glaube, wir kriegen da. Ja, sagen wir so, ich streame jetzt in letzter Zeit auf Hitbox die ganze Zeit und ich habe da ein paar Einstellungen. Ich weiß jetzt nicht, ob der Guten jetzt auch streamen wird, gleichzeitig. Ich glaube, das lassen wir mit meiner Leitung, das wieso, da kommt wieso nur Matsche bei rum. Und wenn du wieso streamst, ist es ja eigentlich wurscht. Ich habe mir da jetzt heute schon angeschaut mit Overlay und mit Chat einbinden in den Stream, dass man das nachher auch sinnvoll vielleicht sogar auf YouTube hochladen kann, wenn ich gebe ich da meine Datei einfach. Dass das ja, ich habe vor, also wenn ich aufnehmen sollte, dann wahrscheinlich eher nur für YouTube und weil Stream macht einfach keinen Sinn. Dann gehe ich auf 700 Kilobit oder so und dann weißt du, was da rauskommt für eine Matsche. Ja, das Problem ist, du hast das Overlay dann nicht. Halt, du hast den Chat und wir werden ja doch einige Fragen aus dem Chat immer beantworten. Ja, mal deswegen nehme ich, oder du nimmst auch mit OpenWordcaster OBS auf, weil dann könntest du mit dir den Chat einbinden. Mir gerade einfällt, wenn ich hier den Steyr sehe, den Steyr Forst, mal sie eben dazwischen werfen, diese schwedische, tschechische Modder-Schmiede. Boah, 6230. Bist du deppert, ist das ein geiler Steyr. Der ist heftig, Ich hab den gestern getestet. Ja. Also wir spulen, du hast jetzt über den ganzen Tag vorgespult. Eine Nacht weiter. Durch, egal. Ich habe den gestern angeschaut, der ist einfach nur sowas. Es ist zwar nur ein ungemoddeter Boomer. Er ist im echt ja auch nicht wirklich was anderes, der Steirer CVD.
Das Einzige, was er bekommen hat, ein neues Dach und eine neue Haube, halt, dass man nicht mehr so hundertprozentig als Boomer erkennt. Aber der sieht echt geil aus. Ich hab den auch getestet. Ich weiß nicht, hast du ihn angeschaut, die Innenansicht, ja. Der Hebel, wie er sich bewegt, die Lichter, halt, ich finde das Arbeitslicht und so weiter, was man eigentlich beim LS jetzt selten braucht. Diese tschechische Schmiede, von denen das hier CX-Modding oder wie die heißen. Slowaken sind das. Slowaken, okay. Ich kann dir ehrlich gesagt schriftmäßig nicht auseinanderhalten, aber die machen echt bombig. Die haben was drauf irgendwie. Weil ich habe mir den gestern nachher angeschaut und boah, nur ganz kurz, weiß nicht, ich glaube eine halbe Stunde und ich habe gewusst, der ist einfach nur geil. Der wäre voll geil auch gewesen fürs Story Wars Projekt. Ja. Das ist eigentlich generell, ich sag mal, wie viel PS hat der? An die 200, ne? Das ist ja so Puma Größe. 230 so geil. 230 ja, das mit dem Boost 260. Damit geht ja auch eigentlich schon was. Ja. So. Ja, da kannst du schon eigentlich ziemlich alles, ja, damit ziehen. Zumindest für du hast jetzt in den Joholand hast du ja genommen mit der Kette, der hat auch so um die 200. 82 hat er, ja. Achso, der hat ein bisschen mehr, okay. Aber trotzdem, der wäre auch geil gewesen, bist du wahnsinnig. Ich hab mir nur gedacht, wo ich die Bilder halt, irgendwann der Abonnent hat mir geschickt, ja, die Bilder. Aber er weiß nicht, wo es den gibt. Ja, auf Facebook gibt es den. Und dann habe ich da nachher gesucht ein bisschen und habe nachgeschaut und dann habe ich da den Download-Link auch gefunden. Ich habe mir nur gedacht, boah. Der kann der was. Ist... Ja, der kann was, das stimmt. Oh nein. Jetzt ist er schon wieder ein Stumpf, wo ich hängen bleibe. Ich sag mal, in der größten Klasse können das weniger. So. Das Einzige, was angeblich ist, durch das 1:1 Gewicht, was angeblich hat, ist er teilweise für manche Maschinen zu schwer, zu leicht. Okay. Weil für den zum Beispiel für den 6 Meter Kreislecke von Argo. Ja. Die ist fast ein bisschen zu schwer mit einem 1000er Frontgewicht. Ah, die Kreislecke macht aber eh Probleme im Multiplayer. Ja, aber nur im Dedicated, oder? Keine Ahnung, ich hatte die nur auf dem Dedicated. Okay. Aber da hat sie übelste Probleme gemacht. Die war richtig heftig. Die hat uns den ganzen Speicherstab mal kaputt gehauen. Eigentlich soll die ja funktionieren. Okay, ja, es ist halt so alles, was soll funktionieren von Argo zumindest, was sie angeht. Irgendwie ist das ganz komisch. Ich weiß nicht, das kriegt irgendwie jeder hin, nur nicht Argo. Naja, die haben einfach viel zu viele Funktionen, das stimmt schon. Halt, man muss schon einfach sagen, die Maschinen sind 101 gegenüber einem, keine Ahnung. Jetzt anschaust einen, den 936er, was von beim Mod Contest war, der ist ja lächerlich gegenüber die. Ja, aber da fahrt ihr halt um Welten bessere Texturen. Finde ich zum Beispiel nicht. Der 936er hat mit die geilsten. Also, wenn man jetzt den vom Contest, den haben wir hier auch drin. Ja, also, ich muss sagen, in der Schlepperklasse, glaube ich, insgesamt, klar, der hat etwas weniger Funktionen, aber sonst modellmäßig ist es, glaube ich, mit das Beste. Jo, keine Ahnung, halt. Geschmackssache. So, wo ist da die Spitze? Weil der halt auch wirklich, der Lack sieht so ein bisschen, ja, der sieht einfach nicht. Argo macht auch gerne mal so, ich sag mal, einfarbig. Mhm. Und das ist halt so wirklich, der Lack hat irgendwie mehr Struktur. Das stimmt, das schaut bei dem geil aus. Weil der einfach ja in verschiedensten Farben schimmert ein bisschen. Ja. So eine Art Lichteffekt drauf ist und so. Das stimmt, das ist korrekt. So, dann laden. Der ist, glaube ich, von Fire and Ice, oder wie der heißt. Ich habe keine Ahnung, muss ich da ehrlich sagen. Ein ehemaliger BM-Modding, oder? Der da nicht mehr, glaube ich, oder? Oder AFOG. Ja, BM-Modding gibt es noch, aber... Nein, ich meine, der Mod macht. Der macht auch was, aber der... macht auch noch was, okay. Irgendwas hat er noch gemacht. Irgendwas richtig, richtig Geiles. Aber irgendwas, was mich vom Modell her nicht interessiert hat. Irgendwas Älteres, ich glaube so 80er Jahre irgendeinem Schlepp hat er danach gemacht und der war einfach nur richtig, richtig geil, aber halt, weiß ich nicht, außerhalb meiner Interessen. Mhm. Ja, weil du ihn nicht brauchst. Ja. So ein Steier würde ich mir ehrlich gesagt, also den könnte ich mir sogar vorstellen, aber wenn man dann, ich fand jetzt eigentlich so das Grenzwertigste, was wir auf Travers haben, war eigentlich der New Holland, weil der gebraucht ist, ja, also das ist ja irgendwie 2005er Baujahr oder so. Ja. Das Coole bei den Steirer ist, jetzt sogar eine Alu-Front-Collade-Konsole drauf noch. Ja, das ist richtig nett. Für die PS-Klasse fast ein bisschen zu heftig, aber es gibt den wirklich mit Frontlader-Konsole noch. Für den größten Frontlader, was aus Beispiel Alu bzw. Quicke hat.
Wie machen wir es denn? Sollen wir dann nicht gleich einmal hier oben wieder beladen, dass wir da die Baumstämme wegbekommen? Können wir machen. Ich habe gerade erstmal wieder einen rüber geholt. Was, dann schaue ich, dass ich den LKW mal herbringe, bevor ich was anderes mache. So, wo steht denn ein LKW? Unten. Weißt du, wo ein LKW steht? Außer haben wir der eine, noch der einen? Was bei dem Haufen ist. Haben wir überhaupt noch einen? Haufen, der ist ja. Ach, du willst, du willst noch einen LKW beladen? Ja, Langholz. Sollen wir es nochmal riskieren? Okay. Ja, Langholz. Ja, hat ja funktioniert, oder? Nein. Achso, na, probieren wir es nochmal. Probieren wir es. Die gehen Sachen stehen im Haufen, aber ich kaufe dir einfach einen neuen. Ja, ja. Ich weiß nicht, darum, ich sitze drinnen gerade im neuen. Hat der einen neuen gekauft? Ah, du hast ihn zurückgesetzt, den Anhänger jetzt. Ich habe alles neu gekauft. Nein. Doch. Nein. Doch. Der Anhänger ist am Händler sollte ein LKW und ein Anhänger stehen. Der Anhänger ist einfach verschwunden von meinem LKW und der LKW ist noch immer dort, wo er ist. Am Händler steht wahrscheinlich, weil du drin sitzt, dann kann ich den, glaube ich, nicht verkaufen. Ja, verkauft er, stimmt, verkaufen hast du nicht. Ah, du hast ihn nur verkauft, ich hätte gedacht, du lässt den einen stehen und kaufst einfach neu. So. Jetzt hast du einen neuen am Händler stehen. Jo, so, jetzt stimmt's. Damit kannst du doch wohl arbeiten. Jojo, es geht schon. Da. Probieren wir noch einmal das Ganze aus. Bin gespannt. Angeblich soll ja es gibt jetzt vom Bones halt einen Mod, der Bones Scorpion King ist das, oder? Ja. Aber so also richtig ein Harvester ist das ja nicht, weil der hat ja keinen Kopf dafür. Im Endeffekt nur ein Greifer. Aber es soll nicht einmal so schlecht sein. Ja, soll wohl angeblich ganz in Ordnung zu steuern sein und so, aber. Man braucht nur viel Platz. Ja, genau. Viele haben uns den als Vorladekran für das Langholz sozusagen empfohlen. Ja, ich weiß nicht, ob das so geeignet dafür ist. Bin mir nicht sicher. Und ich weiß nicht, ob wir jetzt noch einen Mod ausprobieren sollen überhaupt. Oder eigentlich haben wir jetzt quasi die ganze Zeit mit denselben Mods gespielt. Oder wir haben nur den Anhänger reingenommen und das Forstmod abgedatet. Ja, wir haben einmal kurz mit dem das Schild benutzt. Ja, den habe ich sogar noch im Mod-Ordner, den Typhoon. Typhoon habe ich auch, glaube ich, im Mod-Ordner. Weil das war aber ja komplett scheiße im Endeffekt. Das haben wir im Bad eh herzeigt auch, oder? Ja, schon. Genau, mit der Strippe hinten, die so komisch steuerbar ist, das ist ja. Was wie eine Stange ist und ein bisschen nervig, aber sonst haben wir keine Mods benutzt. Das hat ja auch nicht wirklich was gegeben. Ja, jedenfalls nicht so richtig was Gutes, was funktioniert hat, ne? Mhm. Ja, und viel privates Zeug. Oh, wieso fahre ich so? Jetzt muss ich durch den Forst drauf. Der geht schon. Aber auf Bonze fahren, muss ich sagen, freue ich mich. Da habe ich Bock drauf. Vor allen Dingen, wenn wir es wieder so ein bisschen, ich sag mal, dadurch, das ist auch so eine Sache, warum viele, glaube ich, Ballen nicht so gut können, weil man es einfach so selten macht. Und wenn man, sag ich mal, so wie wir jetzt Forst Let's Play gemacht haben 150 Folgen Let's Play über Ballen macht, dann kannst du das wahrscheinlich auch mega gut. Ja, das Problem, ne, ich mache auch Ballen gerne, aber das Problem bei Ballen ist einfach, dass du keine Anhänger hast, wo sie drauf liegen bleiben, ohne dass du ein- und aussteigen die ganze Zeit musst. Also das macht einfach keinen Spaß. Den 15er dann demnächst. Weil das macht überhaupt keinen Spaß. Ja. Weil du siehst eh so, wie es jetzt ich bei der letzten Tourhouse-Aufnahme gemacht habe, mit dem, ich weiß jetzt nicht mehr, wie mit wem ich es gemacht habe. Mit Super. Super, genau. Das hat super funktioniert, halt, das war einwandfrei. Ja, man braucht halt zwei Leute, die wissen, wie das funktioniert. Der eine ist sitzen geblieben, ich bin nur herumgefahren, da ist was weitergegangen zu zweit. So. Von mir aus könnte man nachher oben schon beladen. Anfangen. Ja, ich habe gerade eine Ladung, aber irgendwie ist das blöd, dass die sich irgendwie hinten. Ich habe da ein bisschen Patex dran gespielt. Nee, wie heißt das? Butterfix hier, die kleinen Dinger da. Und deshalb kleben jetzt alle Stämme aneinander und ich ziehe gerade den ganzen Wald auf einmal raus, so glaube ich. Na super. Also der hängt irgendwie vorne. Du wieder Herkules oder was? Ja, ich habe Kraft, Mensch. Hm? Ups. Und was lag da? Ja. Ein Schild. Weil was ich gerne am Schluss nachher jetzt, wir haben jetzt noch da jetzt im ersten Bad eine Minute circa und dann haben wir noch 7 Bads. Haben wir sich ja vorgenommen. Halt eine Woche noch. Machen würde, wäre zumindest nochmal häckseln. Weil ich will den neuen Hacker ausprobieren. Ja. Wir könnten aber das Langholz auch häckseln da. Halt nur kurz schneiden auf die 4 Meter oder was.
Oder machen wir eine Verladung? Eine Verladung machen wir jetzt auf jeden Fall, weil wir LKW hier liegen haben. Das ist, denke ich, Pflicht. So geht's nicht. So, die habe ich jetzt hier rübergelegt. Die verladen wir dann gleich eben. Das ist aber schlecht. Wie soll ich ihn rüber auf die andere Seite? Oder wie kommst du rüber? Wollen wir schauen. Durch den Zaun durch. Na, so geht ja nicht. Halt kenn. Hat Colli. Geht nicht. Weil ich kann da jetzt nicht rüberfahren. Ja, müssen wir noch einen zweiten holen oder so. Mal schauen. So, dann stellen wir mal das Schild runter. Und ich würde sagen, wir sehen uns mit dem ganzen Zeug hier im nächsten Part wieder, wenn es wieder weitergeht beim LS13 Forstmod Let's Play. Bis dann, tschüss. Tschüss. What ja, das habe ich jetzt noch drauf. Ich bin eingestiegen. Ich habe noch nicht die Aufnahmetaste beendet. Also ich habe die Aufnahme am Laufen. Ich überschlage mich und wackel durch die Gegend. Ja, ich bin durch die Luft geflogen. Du auch? Ja. Ja gut, ich würde sagen, wir sehen uns morgen. Mal gucken, ob wir wieder nach Hause finden. Tschüss. Bei mir steht